Der fünfte Teil ist endlich draußen nach gefühlten Jahrtausenden langen Jahren des Wartens. Bestimmt gibt's dafür wieder ein Achievement. Ich will nicht lange um den heißen Brei herumreden. Ich spiele sie den fünften Teil, der vor gut einer Stunde jetzt rausgekommen ist. Ungefähr eine Stunde. Und ja, bevor sich die ersten fangen, den vierten Teil werde ich nicht zu Ende spielen, beziehungsweise noch nicht, weil ich jetzt einfach, ich finde einfach keine Motivation dafür. Der vierte Teil, ich habe ihn jetzt schon 12.000 Mal gespielt, irgendwann ist einfach die Lust draußen, so, das müsste jetzt eigentlich alles sein. George! Jetzt muss ich eigentlich gleich ein Achievement kriegen. Bestimmt ist das so. Hey, Nolex, es geht. Was ist das denn? Welches Spiel? Okay, geil. Ja, cool. Finde ich toll. Daumen hoch. Ich guck kurz mal in den Zoom. Ich habe da vorne kurz mal reingeschaut und habe jetzt wirklich sowas gemacht, aber das Intro habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Kantenglättung, Mittel kann man so lassen, Ruheanimation. Quatsch. Ruheanimation? Ach so, okay, gut. Fenstergröße passt. Scheint so zu stimmen. Schwierigkeit. Natürlich episch. Ich will die Herausforderung haben. Ich will kein hier easy peasy Spiel spielen. 12 verschiedene Sprachen, Alter. Der Wahnsinnige hinter diesem Programm, ey. Na gut. Ich check kurz mal den Sound. Das ist so gang und gäbe, muss sein. Ich glaube, es war fast ein bisschen zu laut. Ich habe es jetzt ein bisschen leiser gemacht. Gut, wie viel geht's? Alter! Löschen. Man kann Achievements löschen! Ich habe das so vermisst in all den anderen Teilen. Episch. Cool. Neu! Auf geht's! Oh Mist, ich habe schon wieder nur wenig HP. Meine Angriffe machen so viel Schaden. Voll unfair. Und sein Muster ändert sich ständig. Oh, das ist der dritte Teil. Ich habe nur noch ein Leben. Wenn ich jetzt verliere, heißt zurück zum Anfang. Ich habe Besseres zu tun und ich will hier nicht für immer feststecken. Aha, das ist ein Schwachpunkt. Ich muss ihn bloß noch ein paar Mal ins Auge stechen. Dann vielleicht... Geschafft! Er ist tot. Oh, Videospiel. Er ist tot. Endlich habe ich das Spiel abgeschlossen. Ich habe nur 23 Versuche gebraucht, um den Endboss fertig zu machen. Mann, bin ich ein Pro. Der Schlüssel ist aber etwas klassisch. Ich habe Wochen gebraucht, um jedes letzte Item zu sammeln. Das ist alles, was ich kriege. Ich hoffe, das ist noch nicht alt. Was zur Hölle? Was zum Geier war das denn? Wird Hoffnungshafen schon wieder von Piraten angegriffen? Hoffnungshafen? Nee, Piraten haben nie im Leben so viel Feuerkraft, oder? Das nehme ich nicht einfach so hin. Wer auch immer das mein Fernseher angetan hat, wird bezahlen. Ich habe nicht mal den Rest vom Schluss sehen können. Also gut, der alte Hockey-Schläger hier wird es tun als Waffe. Ich denke, das müsste gute Ausrüstung sein. Ich glaube, ich habe alles. Vielleicht sollte ich noch ein paar Snacks aus dem Kühlschrank schnappen. Es ist ein Remix aus der Big Battle Fantasy 3. Speichern wir mal. Spieler Level 1. Backup erstellen. Wer braucht denn sowas? Moment, mal kurz. Okay. Wollte nur mal hier, dass ich löschen kann man das auch. Das Löschen, das hat mir so gefehlt alles. Das macht das viel übersichtlicher. Okay, warte mal, wie kann ich das ausstellen? Okay, kann man das so oder so machen? Kann ich... Okay, das wollte ich. Ich will mit der Maus spielen. Schatz gefunden. Linke Socke. Ich bin ja nicht weniger. Bis mit so ein Schatz zu tun. Zeitung. Wow, ich habe meinen eigenen Fernseher noch mehr kaputt gemacht. Das ist meine Hightech-Spielekonsole, mein bestes Stück. Der alte NES. Angriff, Steiger, Cola, Magieangriff. Ach, das ist die Cola, okay. Magieangriff. Kaffee ist Wiederbelebung? Genau. Ganz klassisch. Da würde ich gerne hin. Huch!
hatte ganz vergessen, dass ich hier hinten noch einen Raum habe. Cool, was ist das denn? Pflaster. Bin ich froh, dass ich den vierten Teil gespielt habe. Der vierte Teil ist langsam schon ein bisschen ausgelaschen, möchte ich fast schon sagen. Endlich ist der Strom ist weg, also spiele ich eben Computer, bis er wiederkommt. Oh. Hä? Achso! Du Dummkopf! Okay, raus hier. Scheint so, als könnte ich mit der Tastatur rumlaufen und mit der Leertaste Dinge wenden. Was mache ich denn die ganze Zeit hier, hm? Aber das fühlt sich altmodisch an. Vielleicht ist die Maus besser dafür. Nee, 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 nee. Ich mag den ganzen Oldschool-Kram. Moin, hey. Hey, Matt, hast du das Erdbeben auch gehört? Ich habe keinen Plan, was los ist. Aber ich würde nicht zu Hause rumhocken, wenn ich du wäre. Zeug geht ab, Alter. Ja, ich breche gerade auf, um zu schauen, was so los ist. Meine Beine etwas zu schieben. Och, komm schon. Leute, ihr habt es doch getestet. Strecke kennen. Ohne Strom kann ich nicht zocken. Das muss ich reparieren lassen. Nein, du kannst von Glück reden, hier draußen überhaupt Strom zu haben. Ach ja, auf dem Weg hier rüben hab ich so ein Katzenvieh gesehen, das durch den Müll wühlt. Du solltest vielleicht auch schon nachhalten. Jo, ich mag Katzen. Vor allem als Braten. Die würde ich mit Katzen gefressen. Das ist die Musik. Ich dachte, der macht Laufgeräusche. Boah, was zum... Da schwebt ja ein riesiger Feuerball am Himmel. Oh, ach, das ist nur die Sonne. Habe ich schon länger nicht mehr gesehen. Ich sollte hier draußen wohl besser vorsichtig sein. Alter, du bist ja größer und wert als ich hier. Okay, Sekunde, ich muss nochmal Sound testen. Ein ganz kleines bisschen habe ich jetzt nochmal runtergeschraubt. Ist aber nicht allzu dramatisch. Kaktus! Immer mal... Nee. Mal schauen, wie groß die Karte ist. Okay, aktuell sehe ich, muss da oben hin. Ja gut. Ich mach mal dahin. Da kann ich nichts machen, da brauche ich die Leiter. Wo hast du die denn verloren? Die haben wir doch immer eingesammelt im letzten Spiel. Servus. Was ist das denn? So ein Kirby-Ding. Tonfüger, das ist ja irgendwo. Das könnte vielleicht sogar wertvoll sein, ja. Der alte Jerry scheint nicht zu Hause zu sein. Ich frage mich, ob ihm was passiert ist. Er geht sonst nie weg. Ich komme aber auch nicht in die Haus rein. Welches Spiel ist das? Es ist Adventure Story. Das ist Adventure Story. Das lasse ich mal an. Nord, die wilden Tropenhorns haben die Eiswüste. Alright. Ein Rätsel. Oh. Warte. Ich hab verkackt. Scheiße. Resettet die Musik, wenn ich rausgehe? Müsste es eigentlich. Ja. Solange ich hier drin bin, lasse ich die aber laufen. Ist schön. Warte mal, ich glaube, ich... Kann es sein, dass ich schon wieder verkackt habe? Natürlich. Ey, es ist so simpel. Ich mache mir die ganzen Sachen immer viel zu kompliziert. Verdammt nochmal. So, jetzt. Schieb das einfach dahin, Junge. Ah, schon wieder so ein Ding. Ein Erdklumpen. Checken wir mal die Items, das interessiert mich. Inventar, Essen. Steroide! Okay, Material, Schlüssel. Ich hab ziemlich viel Zeug. Ah ja, genau. Sonst habe ich nichts. Sonst hat man ja immer eine Kleinigkeit von Anfang an, habe ich hier offenbar nicht. Ja gut. Moin. Da vorne sind ein paar Monster. Man könnte sie sogar Gegner nennen. Wenn ich eins über Gegner weiß, dann ist es, dass sie Loot droppen, wenn man sie besiegt. Also Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Aber aus irgendeinem Grund stehen sie nur friedlich rum. Vielleicht muss ich sie ja ansprechen, um was zu entfachen. Wie in den alten Zeiten. Okay, ich speichere mal.
könnte mich ja töten. Ich spiele hier immerhin auf episch, okay. Come at me, bro. Cool, damit sind. Spielen meine Augen mir was vor oder wollen die Steine mich bekämpfen? Okay, Angreifung ganz normal. Jetzt schon. Okay, Skill. Oh, aber schon richtig viel zu Anfang hier. Diebstahl. Stehen da, ne? Sehen Sie einen Gegner? Wenn dieser Skill verbessert wird, niedrige Genauigkeit. Aha, okay. Buff, das ist das. Erschütterung, Geysir und was ist das? 5 Runden Cooldown. Ja, genau, das habe ich auch noch gelesen. Es gibt keine MP mehr, es gibt jetzt Cooldowns. Und Scanner ist keine Fähigkeit mehr, das hat jetzt jeder. Brainless. Geil. Kritisch. Du Sack. Steingötze. Das kann man jetzt auch so alles sehen. Schwächen, Eis, habe ich irgendwas? Nee, habe ich Wasser? Was sind die nicht? Ach, weißt du was, ich hau einfach drauf. Kalt. Okay. Alter, die bringen mich voll um. Digga, die bringen mich um! Ein SP. Ich krieg Loot. Okay, ich glaube nicht, dass sie mich umbringen werden, aber trotzdem. Ich glaube, deswegen in der Epic Mode wird später noch eine ganz lustige Geschichte. Boom. Ich habe da kurz sein WTF gelesen. Das ist doch ganz gut an. Hoffnungshafen. Und wird das jetzt jedes Mal angezeigt? Ist das? Halt einen Spieler 300 HP oder 20% der Maximal-HP, je nachdem, was höher ist. Clever. Halt alle lebenden Spieler um 1000 HP oder 30%, je nachdem, was höher ist. Warum schaust du denn so gelangweilt, Matt? Ach, immer wenn ich sowas... Okay. Come at me, bro. Ist das eine Art Krabbel? Mit der dürfte ich es auch aufnehmen können. Na. Erstmal gucken, was du da überhaupt vor dir hast. Very evil. Very evil, no danger. Was ist denn das über meinen Kopf? Schau das Effekt. Ich frage mich ja, ob ich mehr darüber erfahren kann. Wenn ich die Maus über das Icon bewege. Nass. Nimm 50% mehr Blitz und Eischer, nimm 50% weniger Feuerschaden. Ja, okay, das sind die Schadenseffekte, die ich schon alles kenne. Also, was ist dein Problem? Du hast ein Problem mit Erde, sehe ich. Geht. Cool. Cool, ich wusste nicht, dass ich das kann. Ich habe den Boden einfach nur so hart wie möglich gehauen. 27. Gleich nochmal. Ein Sieg der Krabbler. Verteidigungsfluss. Werd doch nicht so defensiv. Du zögerst doch eh nur heraus. Vermeiden kannst du das nicht. Ah, das ist so nervig, verteidigen. Dann greife ich den jetzt erstmal nur normal an. Wie funktioniert das denn mit der Cooldown? Stärke 30. Oder kann ich das einsetzen, wann ich will oder wie? Steht jetzt nichts von der Cooldown? Ich kann das offenbar machen, wann ich will. Wurzelpuff! Geil. Krass, Alter, nee. Nee. Alter, Scheiße. Oh Gott, das wird richtig schlimm. Oh. Alter, ich hab den vollkommen unterschätzt. Haute mich einfach so mit einem Critical Hit dead, ey. Das kann er doch nicht machen. Aber ich krieg bestimmt Achievements dafür, wenn ich irgendwas auf Epic mache. Deswegen mache ich das auch. Auf Epic zu spielen ist schon eine harte Herausforderung. Ich könnte natürlich es auch so machen, weil ich vermutlich nur für die Bosse Achievements kriege, für, ja, besiegt die ganzen fetten Gegner auf Epic. Aber das will ich nicht. Ich spiele jetzt mal das ganze Spiel auf Epic.
Mal gucken, ob das so eine gute Idee ist. Ja, überschreiten. Ich glaub's mal nicht, aber man weiß ja nicht. So, dann werde ich kurz noch meine HP aufladen. Ausrüstung, Upgrades. Ach so, das ist das, okay. So. Und jetzt kommt er. Seine Art Keil. Wie du diese aufheben kannst. Walking Speed. 56, Alter. Ich muss gut aufpassen, aber hey, okay, cool, ich wusste nicht, dass ich das kann. Ich habe die wunderbar so nicht getroffen. Pass auf. Es ist. Ich mach mal das hier. Wieder ein Zeit, den mächtigen Angriff vorzubereiten. Ja, das ist mit Cooldown gemeint. Steht das da irgendwo? Status, Ziel. Eine Runde Cooldown. Ach, das steht da oben. Okay. Das heißt, ich kann diesen Angriff wirklich einsetzen, wann ich will. Das Viech muss jetzt sterben, Alter. Ja! Ich freue mich, weil ich so ein Scheißvieh besiegt habe. Ich werde die Krabbe essen. Warum müssen die Gegner beim Tod immer platzen? Du schaust nicht gut aus, mein Freund. Ja, der guckt doch so. Warte, gleich geht sie wieder besser. Nee. Hä? Was war denn das? Habt ihr das gesehen? Das Nolex! Das Nolex! Cool. Das ist safe, ne? Okay, Sekunde mal. Okay, passt schon. Lass uns mal weitermachen. Obwohl, kann ich vielleicht eventuell schon was aufrüsten? Ich habe 5 AP gerade mal. Nein, damit kann ich gar nichts machen. Extra Skills, Limit Break. Oh, ich habe schon 2 zu Anfang. Das ist ja ganz cool. Ausrüstung. Ach, das ist alles noch hier. Brauche ich alles noch nicht im Early Game. Ich hasse Schleime. Man kann sie nicht mal essen. Sagt wer. Sagt wer. Touch mal. This is a foe. Echt schon mal an diese Steine. Sowas von keine Manieren. Ah! Du kleiner Sack, du. Ich kann schlafen hier, da ist was. Kann ich ihn? Nein. Das wäre zu geil gewesen, wenn ich ihn irgendwie so stupsen könnte. Habe ich da irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich kann einfach nur blind drauf. Oh, ich kann das ansetzen. Das mache ich aber nicht. Na, kritisch. Na, passt doch. Was war denn das? 8 HP, willst du mich verarschen? Hau drauf! Jawohl! Bumm! Oh, es geht noch weiter. Habe ich echt nichts zum Heilen hier? Doch! Friss! Ich schätze, Obst ist akzeptabel. Kann ich mich eigentlich nicht darüber beschweren. Nicht drüber beschweren. Viecher loswerden. Kann ich die mit Erde angreifen? Das ist doch ein bisschen stärker, oder? 40. 30. Nee, sogar schwächer. Was ist das? Wasser. Ich glaube, das heilt die, ne? Ja, natürlich. Ich kann wirklich nur damit angreifen. Ist weg. Bumm. Gib mir das. Ich fress noch mal was. Zur Not kann ich ja auch irgendwie grinden später. Und farmen. Verschone mich! Ja, genau! Lauf weg, bevor ich mich anders entscheide. Ich verpiss dich einfach. Okay. Nolex! Was ist das? Ich spüre einen Hinterhalt. Glaubt ihr etwa, dass ich ihn nicht sehen kann? Ich glaube, das ist die Katze, die meinen Müll klaut. Was? Na, ich habe jetzt ein paar Übungskämpfe hinter mir. Da kann ich eine Katze doch sicher fertig machen. Das ist Nolex, Alter. Ah, das ist dieser Remix, den man schon mal gehört hat. Oh, snap, schon ein Bosskampf.
Es ist noch so früh, hoffentlich bin ich auch bereit dafür. Ich sollte wohl besser einen Scan-Befehl im Taktmenü verwenden, um über seltene Gegner wie den hier etwas Info zu kriegen. Das ist doch Nolex, warum bekriegst du den? Nolex. Ah, du kleines Biest. Das kleine Biest kann schneiden, muss meine Augen schützen. Ich sehe dir, diese Katze brennt vor Leidenschaft. Sein Kampfkeil stimmt mit deinem überein. Er hat außerdem eine hohe Ausweichrate. Warum muss ich gegen Nolex kämpfen? Na gut, wenn du meinst, Wasser machst du nicht. Verschone mich. Flüchte ihn nicht, um den Schatz anzugreifen. Den Kampf nicht beeinflussen. Ah, okay. Boah, wir wurden. Schlangen erzeugt irgendwie Wasser. Welch ein Wunder. Ah, es hat Angst vor Wasser. Katzenfreund. Was passiert hier? Level up! Ja, das passiert hier. Bleib zurück, du Biest. Du kannst mich nicht mit deinen Krokodilstränen täuschen. Warum stiehlst du meinen Müll? Miau. Was, du möchtest meiner Gruppe beitreten? Du bist sicherlich ein würdiger Verbündeter, kleine Katze. Wie lautet dein Name? Nolex. Was für ein merkwürdiger, aber dennoch passender Name. Warum tust du so, als kennst du ihn nicht, Junge? Ich habe geplant, dich zu kochen, aber ich werde dich stattdessen eine Weile mitnehmen. Wir können Partner in einem Abenteuer sein. Ja, richtig gehört. Ich bin auf einer Mission für Rache und auch für, warum Rache? Und auch für Schätze. Bleib bei mir und wir werden in kürzester Zeit reich sein. Warum kennst du ihn nicht? Was ist passiert? Okay, cool. Ja, mach das mal. Kann man stellen. Nein. Hallo. Hi. Oh, hey, Matt. Du siehst aus, als hättest du gerade zum ersten Mal seit Wochen das Haus verlassen. Ich nehme an, du hast vergessen, wie die Welche draußen funktioniert. Sag mal nicht so herablassen. Ich weiß mir selbst zu helfen. Und falls du es vergessen hast, Wasser einmal enthalten schleimig sind, die dich schnell heilen können. Und da drüben, da ist ein Laden. Dann kannst du die Tür hineingehen. Fresse halten! Ich kann selber erkunden! Geil. Mir das. Gut. Cool. Jo, falls Monster dich je verkloppen, kannst du einfach was essen und dich sofort. Erzähl mir was Neues, ey. Ich habe schon mal was gegessen, du Rotzlöffel. Ich weiß, wie das funktioniert. Aber es ist schon, dass manches Essen so lecker ist, dass es sich total vollstopft und du ein Weilchen gar nichts mehr essen kannst. So Zeug wie Hamburger und Pizza sind einfach zu gut, echt. Ich glaube, das ist eine neue Mechanik. Dann werde ich vielleicht erst bei Obst bleiben. Echt? Okay. Servus. Oh, es ist eine alte Spielkonsole. Meine hat aber mehr Bits. Okay. Schädel. Bloß ein Schädel. Ich habe schon einen. So viel glitzernde und verrückte Items. Ich weiß nicht mal, wofür das hier gut ist, aber irgendeinen Nutzen muss es ja wohl haben, oder? Vielleicht suchen manche Items einfach nur nach dem perfekten Zuhause. Jemanden eine Freude zu bereiten, weißt du? Ich mag Items, weil ich gierig bin und verrückt danach Sachen zu sammeln. Manche meinen, es ist kein schöner Charakterzug. Stand da Charakterzug? Oder habe ich es falsch gelesen? Charakterzug, ja. Materialladen, was gibt's da? Ach, da gibt's so ein Zeug, das. Brauche ich nicht. Noch nicht, zumindest. Hi. Ist da irgendwas? Nein. Ey, hier drin stinkt es. Miau, miau. Und dir würde es gefallen, oder etwa nicht? Katzen lieben Dreck. Meh. Ich bin voll arm. Was ist das? Oh, okay. Buffs. Was ist das? Banane. Halt Statusprobleme. Ja, das meiste kenne ich schon. Ein Spiel reduziert dessen Cooldowns um 3 und steht und sättigt ihn für 3 Runden. Ach, das hat er tatsächlich so gemeint. Er sättigt mich, okay. Nolex, willst du was haben? Kann ich was mitnehmen? Was? Jupp, die Fische sind sehr tot. Und auch nicht sehr frisch. Das kann ich mitnehmen. Sushi. Erhöht Nolex Magieangriff und Magieangriff. Eisbällchen. Kann ich da hoch? Ja. Servus. Weg mit dir! Ich war auf Nachschub von meinem Sohn.
Er war immer am Fluss, bauen am Fluss. Falls du ihn je siehst, sag mir, ob er noch steht. Ich werde was auf ihn trinken bis denn. Wir sind hier erstmal gestrandet. Die erste Gelegenheit, seit langem was zu essen. Und trotzdem würde ich lieber verhungern. Das Essen unten ist vollkommen genießbar. Inzwischen würde ich sogar einen Tintenfisch essen oder ein Kind. Ich habe einfach das Bild weggenommen. Kann ich pennen? Nein. Hier hätte ich nicht reinschauen sollen. Was ist da drin? Wenn ich weggehe, interessiert es mich wohl nicht. Ausziehen. Stopp, ich glaube, das steht... Ich glaube, das steht nirgendwo. Aber ich glaube, ich kann Menüs mit Rechtsklick schließen. Mit Rechtsklick schließen. Ich kann einiges beschleunigen. Das kann einiges beschleunigen. Okay. Eine Sache wollte ich aber noch kurz checken, weil ich das da gesehen habe. Oh. Hallo? Hä? Da ist was. Okay. Ja, super. Na gut, gucken wir uns mal hier um. Da ist ein Pokémon. Wenn ihr was soll, dann sitzt ein Bild. Schaut euch das Viech doch mal an. So, ich save mal. Ist mir jetzt egal, wie lange ich schon aufnehme. Ich mache jetzt einfach weiter. Ja, hallo. Ja, dieser Remix ist super. Dornenkrabbler. Sehr viel HP. Aber wir sind jetzt zu zweit. Ach, Nolex ist dran. Was kannst du alles? Einzelne Zigaretten bekommt jedes Mal einen zusätzlichen Schlag, wenn ein Gegner stirbt. Okay. Liebe. Das Ziel lieblich. Du durchsetzt die meisten Angriffe, die ein Ziel nicht ausweichen kann. Das kannst du alles. Was ist das für ein Element? Keins. Ja, machen wir das dann. Okay. Wow, Nolitz ist krass schnell. Er schlägt vielleicht nicht so hart zu wie ich, aber dafür öfter. Oh. Das ist alles, was du kannst, Gegner. Versuch mal, Schaden zu machen. Wer diese Defensive so vermeiden kann. Rolex ist sehr schwach. Ich probier mal das aus. Mach das mal. Okay. Ich habe ein neues. Mach mal das hier: Magieabwehr. Was ist das? Ein Defense-Buff? Sieht langweilig aus, aber ich glaube nicht, dass wir das hier brauchen. Ah, jetzt kann ich auch so wechseln. Okay, das ist ganz praktisch. Ich kann es auch so machen. Kill ich den mal. Stopp. Ich höre meinen Angriff. Und dann werde ich mal das da machen. Das hat nicht viel Schaden gemacht. Gefehlt! Jawohl. So, und jetzt wird drauf geklopft. Wäre von den Füßen weggeflogen. Wäre von den Füßen weggeflogen worden, hätte er welche. Zwölf Scheiß HP, ernsthaft? Was kannst du? Okay, dann kümmerst du dich jetzt mal um den. Genau. Und du machst den weg. Ach ja, genau. Ich habe Blut aktiviert. Wollte ich das? Ich weiß nicht. Ich lasse es mal an. Ah, das ist so ein Viech. Die Detailarbeit in dem Spiel ist grandios groß, ey. Matt hat schon. Das ist der Standardangriff. Achso, das ist es. Mach mal das da. Nee. Und weg mit dir. Ciao. Boom. Cool. Ja, Nolux braucht dringend ein paar Experience. Betrug.
Geil. Ich mach das, damit ich mich aufladen kann. Okay. Machen wir das hier. Oh, ich habe einen HP-Balken unter mir und die Gegner ebenfalls. Ich glaube, das ist, wie viel Leben wir haben. Ist so toll, dass du das bemerkt hast jetzt erst. Die, diese Runde Bio schauen, aber die heilen sich dadurch, habe ich recht. Ja, ganz genau. Irgendwelche Anfälligkeiten? Knowledge ist dran. Der hat eigentlich wenig Elementarzeug jetzt erstmal eigentlich. Ich probiere das mal. Ach so, das ist für uns. Was genau macht das? Hä? Durch jetzt den meisten Angriffen gegen ein Ziel nicht ausgewählt werden kann. Ach so, das heißt, die greifen den dann weniger an. Okay, okay. Hässlicher Wurm. Okay, der hält nicht so viel aus. Ausweichen. Virus. Ah, was ist das? Jeder auf dem Feld kann infiziert werden. Oh shit. Ja, muss ich doch die Heimsicht. Erde? Ja. Machen wir das da. Pech. Schnell nicht verderben. Verderben ist es nicht dieser Insta-Death. Mega creepy. Alex hat ein bisschen. Oh, oh, oh. Cool, dass ihr alle so gut ausweichen könnt. Alex, dem geht's nicht so gut. Mach mal die Viecher hier kalt. Genau. Wetter normal. Wetter gibt's später auch noch. Nichts Besonderes. Alex hat ein Level Up. So. Den mache ich noch fertig. Büsche. Whatever. Vollkommen uninteressant. Okay, er schreit dich manchmal an, aber trotzdem. Ein hüpfender kleiner Gegner. Nicht sehr klug, löst jedoch Probleme mit Köpfchen. Diese Beschreibungen sind ziemlich cool. Busch. Bla bla bla. Ich müsste mal gucken, ob ich irgendwas Neues lernen kann. Musik ist mega hier. Okay. Warum müssen die immer alle so knapp überleben? Das kann auch nicht sein. Enttäuscht. Wow. Verschone mich. Keine Gnade. Okay, dann gucke ich mal in die Skills rein. Da kann ich was machen. Hier kann ich auch nichts. Der Vernichter. Ein Gegner mit mehreren Hieben massiven physischen Schattenschaden zu erzeugen. Der Schöpfer. Vernichter der Schöpfer. Ist das nicht die Götterkatze? Mach mal das. Obwohl ich glaube, Bio-Angriff. Wäre hier ein bisschen komisch. Ruckzuckieb. Ja, dann. Instant Wissen. Nolex hat seine eigenen oder teilen die sich? Der hat seine eigenen. Ist ja ziemlich komisch, wenn die sich das alle teilen würden. 13 Grundskills in einem. Okay, das sind diese extra Skills. Gut, ich beende den Part und mache im nächsten Part weiter. Ciao, Leute!